Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video, Clash Royale, auf meinem Kanal, Freunde. Und ja, heute, ich war mir jetzt nicht ganz so sicher, welches Video ich heute zuerst, was ich zuerst machen sollte. Oder welches Team ich mich zuerst ranwagen sollte, weil ich habe zwar eine Abstimmung, um eine Abstimmung geboten, aber da war es leider 50-50. Deswegen habe ich mich mal dafür entschieden, Clash Royale zu machen, weil, Freunde, mein guter Moderator Ahmed hat mich darauf hingewiesen, hat ja auch mir einen netten Upload-Plan erstellt, der auch relativ Sinn macht. Ja, ein Upload-Plan macht immer Sinn, Freunde, aber der macht auf jeden Fall Sinn. Und deswegen, naja, machen wir heute Clash Royale. Was machen wir heute, Freunde? Und ganz einfach, Freunde, heute gehen wir in die Challenge rein, aber wir machen da nicht irgendwas Besonderes. Oder wir machen da nicht irgendwie, oh, jetzt mache ich Speedrun bis ganz nach unten. Nee. Ich werde das dümmste Deck spielen, was geht. Das heißt, ich werde einfach reingehen, zum Beispiel jetzt in Arena 1, und mir das schlechtmöglichste Deck bauen. Das heißt, keine Zauber, ganz dummes Deck, und ich werde versuchen, mit dem dümmstmöglichen Deck zu gewinnen. Auf jeden Fall, es wird mega spannend, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, Freunde, wir sind jetzt im ersten Deck drin. Wir Freunde in Arena 1, wie gesagt, ist es natürlich nicht ganz einfach. Da hat man ja weniger Karten, Freunde. Man hat insgesamt 11 Karten, um dann zu sagen, welche Scheiße, welche ist gut. Aber Freunde, ganz klar, Mini-Päcker, Musketier und halt sind schon mal 2 Karten, die halt nicht schlecht sind. Und die habe ich schon mal rausgenommen und halt den Cage. Weil wenn mein Gegner halt wenn sie mit Riese reingehen würde, könnte ich keinen Mini-Picker setzen, um den Riese schnell zu töten. Ich könnte dann nur Spam-Einheiten reinsetzen, die halt von Pfeilen direkt sterben. Und wie gesagt, Musketier, muss ich ja nicht erwähnen, ist eine mega starke Karte. Mega starke, Freunde. Das sollte jeder wissen. Der jetzt Clash nicht gerade zum ersten Mal spielt, Freunde. Und naja, der Cage, wie gesagt, der ist halt gut gegen Riese. Damit ich nicht halt, wenn halt mein Gegner ein Deck spielt, was gut auf Riese angelegt ist, dann sollte ich nicht gleich easy, also dann sollte ich nicht, guck mal, Freunde, was soll ich jetzt machen, Freunde? Ich kann jetzt nur Spam reinspielen und das wird jetzt halt nicht gut werden, vermute ich mal. Seht ihr schon? Richtig? Ja, das ist natürlich jetzt sehr schmerzhaft. Ja, Freunde, merkt schon. Ein Cage hätte hier schon den ein oder anderen Schaden bestimmt verhindert, Freunde. Und deswegen merkt man auch schon, dass der Cage fehlt. Man merkt sehr stark in meinem Deck, ich habe keinen Cage. Ich habe eigentlich sehr wenig nur. Aber irgendwie ist dieser Gegner nicht gerade die hellste Kerze am Leuchter. Also das fand ich jetzt war mega dumm, was er gemacht hat hier. Also, Dummheit Kenton hat einen neuen Namen. Okay. Die Kobolde würde ich abwehren. Ich dachte, der macht nichts. Also ich würde sagen, wir machen es einfach mal so. Ich würde sagen, wir versuchen es wirklich so. So, ich würde sagen, wir bauen es wirklich dahinter zu. Ihr müsst jetzt einen Feuerball werfen oder irgendwas Gutes machen. Und das meiste, was er machen kann, ist nicht gut. Also, bringen jetzt hier schon eine Art Bedrängnis, kann man so sagen? Ja, es ist nicht schlecht, was wir machen, Freunde. Machen auf jeden Fall schon mal keine schlechten Sachen. Nicht schlecht, sage ich mal an ihn. Ja, okay, Freunde, ich verstehe zwar nicht, wie unser Deck funktionieren kann, aber irgendwie brechen wir hier gerade durch. Also, das gibt es doch nicht. Nein, Freunde, wir haben fast gewonnen. Ich weiß, der Sieg ist noch nicht unser, aber es sieht sehr stark nach einem Sieg aus, Freunde. Ich würde sagen, wir zeigen jetzt einfach nur noch irgendwie. Okay, ich würde sagen, wir zeigen einfach nur noch Feuerbälle, Freunde, würde ich sagen. Okay, ich würde sagen, der nächste Feuerball sollte es sein, oder? Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, der nächste Feuerball, das ist schon. Okay, Freunde, also der erste Gegner ist gleich ein Sieg. Also der erste Gegner ist gleich ein Win. Also, es ist komisch, Freunde. Es ist wirklich komisch. Wir spielen quasi das schlechtmöglichste Deck,
Aber irgendwie konnten wir gewinnen, Freunde. Wie gesagt, ich hatte nicht Minipack und nicht Muskeltier drin, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir und dass ich vielleicht. Ich weiß, ich nehme den Cage rein und tue dafür die Pfeile raus, Freunde. Weil Pfeile, wie gesagt, ist mir gerade aufgefallen, ist doch eine starke Karte. So, Freunde, wir haben jetzt den Cage drin statt den Pfeilen und jetzt sollte unser Deck wirklich schwach sein. Weil Pfeile, wie gesagt, wenn man ehrlich ist, sind Pfeile, glaube ich, sogar die stärkste Einheit, die man in Arena 1 spielen kann. Also, Mini-Packer, wie gesagt, Muskeltiere sind wirklich tödlich, die wollte ich nicht reintun, weil, ja, Freunde, jetzt hätte ich hier am liebsten Pfeile reingespielt, aber leider kann ich das jetzt hier nicht machen. Was ein bisschen blöd ist. Okay, Feuerball. Über Feuerball kann man streiten, aber. Aber Feuerball, wie gesagt, kann man immer noch abwehren. Ganz einfach. Okay, Freunde, er hat jetzt den Hit gemacht, aber Freunde, wie gesagt, muss streiten. Aber ich glaube, mein Deck ist jetzt schwächer. Also mein Deck könnte man, glaube ich, ich glaube, man könnte noch den Feuerball raustun. Ich glaube, Freunde, die Steigerung von noch schlechter ist Feuerball raus und dafür Muskeltier rein, weil dann haben wir wirklich keinen Zauber, den wir irgendwie auf den Minipacker werfen können. Ich glaube, unser Deck machen wir nächstes Mal ein bisschen noch schlechter. Wir tun dann einfach, ja, tun dann einfach wirklich den Feuerball raus. Also das ist jetzt ganz ekelhaft, was er hier tut. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie wir das noch irgendwie überlebt haben. Das weiß ich ehrlich nicht, Freunde. Ich glaube, Freunde, wir kriegen es schon jetzt gut zu spüren, dass wir keinen Minipacker drin haben und dass wir wirklich nur Schrott im Deck haben. Interessant ist, dass dieser Gegner keinen Ritter im Deck hat. Das finde ich wirklich interessant. Okay, ich wollte schon sagen, jetzt spielt er nicht mit dem Ritter. Irgendwie habe ich, wollte ich schon sagen, Freunde, interessant, dass dieser Gegner keinen Ritter im Deck hat. Aber der hat doch Ritter. So, man hat immer was Neues. Ja, bitte. Oh, ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst vorne, dass ich ja, den Feuerball viel zu früh, zu spät geworfen hätte. Ist natürlich. Er könnte jetzt Pfeile bringen, aber Pfeile würden sich nur minimal lohnen, würde ich sagen. Es ist natürlich immer schwierig. Aber Freunde, irgendwie bauen wir wieder ein bisschen Druck auf. Und irgendwie unnatürlich viel Druck, finde ich. Keine Ahnung, warum wir so viel formen. Warum können wir ohne Pfeile, ohne Minipicker, ohne Musketier, warum können wir da überhaupt Druck aufbauen? Wie kann man da überhaupt von Druckaufbau reden, Freunde? Nee, wir sind fairerweise mit dem Riesen nicht irgendwie ein Stück an ihn rangekommen, aber trotzdem. Das war jetzt nicht. Wow! Freunde, der Gegner, was hat der Gegner gemacht? Er hat versucht, sein Ding zu retten. Ich bin noch nicht jeden Tag. Also, ich glaube, das ist zwar wirklich weit aus dem Fenster, aber ich glaube, ein Sieg ist theoretisch sogar möglich, Freunde. Und das ist einfach nur aus dem Grund. Wir haben noch den Feuerball, Freunde. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Gegner auf die Idee kommt, irgendwie. Wie habe ich das Gefühl, dass wir ihn jetzt einfach ein bisschen überrennen? Also, er sollte mir jetzt nicht noch extra Schaden value. Also, er sollte mir jetzt noch nicht Schaden geben. Also, das würde ich in seiner Situation halt nicht tun. Irgendwie noch eine Chance geben. Tut er irgendwie indirekt, finde ich. Tut er irgendwie viel zu stark. Jetzt muss er verteidigen. Also, Freunde, ich sag es nur, wir führen mit Schaden. Wir führen wirklich mit Schaden. Das ist kein Witz. Ich könnte euch alles erzählen, aber wir führen wirklich mit Schaden.
Ja, Freunde, wir haben einfach gewonnen. Freunde, wir haben wieder gewonnen. Das ist doch einfach, das ist doch unmöglich. Wir spielen das Dümmste, wir tun uns wirklich die schlechtesten Karten ins Deck und wir gewinnen da noch. Also, hätte man mich gefragt, ab der Nachspielzeit, gewinne ich das noch? Ich hätte nein gesagt, Freunde, nein. Aber jetzt machen wir genau das, was ich gesagt habe. Wir tun jetzt nochmal den Feuerball raus und tun dafür die Muskeltiere rein. Weil dann haben wir keine Pfeile, keinen Feuerball. Wir haben dann nichts, um irgendwie seinen Spam zu töten. Wir haben dann nur noch die Muskeltiere. Wir machen jetzt noch die Muskeltiere rein. Und wenn wir dann nochmal gewinnen, Freunde, dann deinstalliere ich Clash Royale nee, ich deinstalliere es nicht, aber dann werde ich eine Bewertung schreiben. Man kann sogar mit dem dümmsten Schwachsinn gewinnen. Genau das werde ich dann tun. So. Nächstes Match und ja, Freunde, ich weiß jetzt nicht, was wir gegen ihn machen sollen. Okay, also irgendwie hat der Gegner das Spiel entweder nicht gerafft, weil eigentlich würde ich einen Feuerball werfen in seiner Situation. Gut, Pfeile würden es jetzt auch tun, aber nee, also ich hätte. Okay. No. Er hat jetzt ein bisschen Schaden bekommen, aber Freunde, irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie haben wir immer noch Vorteile. Nee, 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 nee. Hat er jetzt gut verteidigt, aber musste schon. Naja, die Frage ist, hat der Mini-Packer? Weil dieser Typ hat best also das Problem ist, nee, also was ich irgendwie Angst habe, dass wir auf einen Gegner stoßen, der macht das gleiche wie wir. Weil irgendwie, wenn er jetzt kein Mini-Packer hat. Interessant. Nee, ich will die Muskeltiere am Leben behalten, Freunde. Das sage ich. Also, das finde ich, da finde ich, also ich glaube, wir müssen noch was setzen. Also dafür bedanke ich mich für diesen Gratisschaden. Es war doch klar, dass die noch schießt, oder nicht? Muss er wieder was machen? Also, ich glaube, Freunde, wir sind wieder in einer guten Position. Also. Also nicht feierlich, Freunde, was wir hier machen mit ihm. Oh nein! Nein, Freunde, nee, 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 das ist ja Mobbing auf einem anderen Level, Freunde, was wir hier mit ihm treiben hier. Ritter am Turm, also. Weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also Freunde, dieser Gegner wird das Spiel deinstallieren. Wir spielen ohne Pfeile, ohne Zauber, wir spielen ohne den Mini-Packer und wir sind einfach in einer Führung, in einer Schadensführung. Und irgendwie, immer wenn ich sage, wir Schadensführung, kriegen wir irgendwie auf dem anderen Turm, auf genau den Turm, der auf der anderen Seite ist, genau mehr Schaden. So Freunde, dieser Typ wird das Spiel deinstallieren. Das sag ich euch, auf Ansage. Ich glaube, er hat aufgegeben. Ich glaube, er hat aber aufgegeben. Die aber auch an seiner Stelle, also. Muss jetzt ehrlich sagen, das war gar nicht schlecht, was er gemacht hat, aber wir haben halt immer noch eine Schadensführung. Es war zwar nicht schlecht, mein Freund, aber. Ach, schade. Schade, schade, schade. Schade, Marmelade. Ich würde sagen, auf der anderen Seite können wir wirklich diesen Schaden sogar zulassen. Weil, ja, wir haben einen Schadensvorteil, Freunde. Ich wiederhole das nochmal. Wir haben einen Schadensvorteil. Also, er muss was machen. Ja, nicht. Also, das, was er jetzt hier tut. Nein. Also, was tut er? Freunde, was tut er da? Nein, 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 nein. Freunde. Was tut der da? Nein, Freunde,
Das ist einfach dieses Video. Das Video müsste 1 Million Aufrufe kriegen. Einfach dafür, dass man für Dummheit belohnt wird. Dummheit wird belohnt, Freunde. Das ist der Titel des Videos. Das muss er einfach sein. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich habe noch nie mehr versucht zu verlieren in Clash Royale als gerade eben. Und ich gewinne. Also, als ich gegen Kartoffelfreak pushen musste, um irgendwie am Monatsende noch eine Trophäe mehr zu haben als er, habe ich versagt. Aber hier, wo ich versagen will, gewinne ich. Das gibt es doch nicht. Wir haben mit Abstand gewonnen. Nein. Also, Freunde, ja, das war's auch mit dem Video. Ja, das Video ist relativ lang geworden, obwohl drei Matches. Wir haben die schlechtmöglichsten Decks gespielt, wurden immer mit einem, wir haben unser Deck immer verschlechtert, immer weiter und trotzdem immer wieder gewonnen. Es wurde sogar einfacher. Und ja, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall, ja, die Decks kann man leider nicht verlinken, Freunde, aber schaut euch das Video an. Lasst ein Like dafür da, ein Abo und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann teilt das Video oder schaut euch das Video mehrmals an. Weil irgendwie muss dieses Video belohnt werden, weil das war das krasseste Gameplay, was ich jemals hochgeladen habe auf ganz YouTube oder was ich jemals irgendeinem Freund oder so gezeigt habe. Weil, ehrlich, das war wirklich legendär. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Haut rein!